Moin Moin zusammen und willkommen zurück bei Starbound. Wir haben beim letzten Mal aufgehört. Ich glaube, weiter unten waren wir sogar gewesen. Wir müssen für eine Quest jetzt... Was war denn das überhaupt? Moment. 20 Core Fragments müssen wir holen. Diese sind, ja, ganz weit unten. Hatte ich beim letzten Mal irgendwas hingesetzt? Ich glaube, ja. Irgendwas hatten wir da doch. Nee, das wird so sehr wehtun, wenn ich da jetzt runterfall. Hey, hallo. Ach, ich sollte auch die richtige Taste drücken, dann klappt das auch mit der Auswahl. Ein bisschen Cobblestone können wir gut und gerne mitnehmen. Das ist nie verkehrt. Zumal ich meine Häuser auch später gerne aus Cobblestone baue. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Vorliebe für das Zeug. Ja! Warum ich jetzt hier die Pickaxe nicht benutze? Ganz einfach. Weil ich die dafür nicht kaputt machen möchte. Da. Da. Die Pflanzen, beziehungsweise diese Ranken hier, nehmen wir auch mit, weil wir brauchen Bandagen. Das Problem ist einfach, ich habe nach der letzten Aufnahme habe ich das Spiel einmal beendet. Was dazu führt, dass man selbstverständlich auf dem Schiff wieder anfängt. Und hier jetzt wieder runterföhnen. Ist ein bisschen blöd ohne Bandagen. Na, bleibst du da unten? Ja, ne? Da ziehen wir gleich mal... Oh, ja. Ziehen wir gleich durch. Das schadet nicht. Gucken, was in die Richtung ist. Mir wurde gesagt, dass ich hier mittlerweile einen recht guten Bogenskill habe. Unter Wasser ist das auch wieder was anderes. Ihr seht, unter Wasser fliegt das Zeug nicht wirklich. Und trotzdem getroffen. Mensch. Das lobe ich mir mal. Habe ich noch Dreck hier? Ja. Auch wenn es nicht viel ist, wir nehmen das mit. Weil das wird eine etwas längere Reise nach unten. Aber dafür nehme ich dann gleich die Pickaxe. Und ich hätte dann auch ganz gerne noch eine zweite, dritte, vierte. Vorausgesetzt, das Material reicht. Ah, komm. Hoppala. Ja gut, mit dem Schwert bin ich glaube ich auch noch nicht so zu verachten. Da gibt's Schlimmeres. Glaube ich, denke ich. Ich will jetzt auch nicht zu sehr von mir selber überzeugt sein. Ich weiß, das ist ein uncharmanter Weg hier, die jetzt abzubauen, aber... Ich will nicht extra jetzt hier so einen Dreckpimmel wieder in die Landschaft setzen. Ach komm, die können bleiben. Wir wollen ja schließlich vorankommen. Da! Und da ich keinen Bock auf den da oben habe, wird einfach mal zugemauert. Genau da wollte ich nämlich nicht. Zip. Komm, kleines Stück noch. Naja, ist ja auch egal. So. Da sind wir. Nichts eingesammelt, was man einschmelzen könnte. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich muss mal eben gucken. Das ist wirklich nicht viel. Ich befürchte sogar, dass das nicht ausreichen wird. Eine einzige Pickaxe. Iron Bar. Es gibt hier... Moment. Die ziehen wir aber glatt mal an. Und das bleibt als Deko. Ach komm, wir nehmen die Scouter Greaves noch dazu und die auch noch. Wir lassen aber unsere alte Kleidung. Ach, die hat er schon angelegt. Alles klar. So, wir werden uns eine Runde runterbuddeln.
In der Hoffnung, dass wir was Passendes finden werden, auch noch unterwegs ein paar Erze wären schön. Wie da zum Beispiel. Da blinkt es schon, das ist perfekt. Ich sehe so wenig. Ich sehe so wenig. So, jetzt sehe ich auch schon wieder mehr. Um diese Core-Fragmente zu bekommen, wie gesagt, wir müssen immens weit runter. Und dafür hätte ich ganz gerne noch die ein oder andere Pickaxe. Vor allem eine Aufstiegsmöglichkeit wieder. So. Fackel dahin. Da fackeln wir nicht lange. Oh, mieser Wortwitz. Ganz, ganz mieser Wortwitz. Das ist, glaube ich, Dreck, was wir hier haben. Oh, da geht's runter. Da geht's runter. Da will ich erstmal ausleuchten. Ah, kann man. Da ich aber keinen Bock habe, ewig und drei Tage die Taschenlampe in der Hand zu halten, weil die ja doch ein bisschen einschränkt. Was haben wir denn da? Zumal die auch... Ah, die Pickaxe ist schon fast wieder kaputt. Das ärgert mich ein bisschen. Aber hier haben wir ja Kupfer. Meins. Komme ich so nicht ran. Mache ich das eben schnell damit. Dauert ein bisschen länger, ist aber nicht weiter schlimm. Außerdem kann ich damit voll durch den Fels ballern, was mir immer sehr gut gefällt. Ah, shit, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Moment. Da müssen wir nochmal zurück, das ist wichtig. Da ich kein Material verschwenden möchte... Nehmen wir den ganzen Kram hier mit. Ich könnte zwar durchaus unterwegs wieder komplett was Neues da machen, aber wozu? Wenn ich es habe, dann ist das schnell hin... Nee, zu dir möchte ich nicht. Oh, Kupfer. Und Silber. Perfekt. Alles, was man für eine Pickaxe braucht. Das nehmen wir doch glatt mit, ne? Hi, hier ist ja echt gut was los. Oh, oh, oh. Das ist mal eine vernünftige Ader, würde ich sagen. So, jetzt haben wir nämlich den Salat. Jetzt ist die Pickaxe draufgegangen. Und genau das möchte ich nicht. Jetzt nehmen wir als erstes den Furnace. Und wie oben auch direkt da, ups, da drauf den Amboss. So, wie viel haben wir denn? 19. Das Eisen ist weniger wichtig. 9 Silber. Okay, dann Silver Pickaxe. Hauen wir mal komplett durch. Da kann die Kohle auch mal raus. Und, ja. Habe ich jetzt den Dirt? Dirt, da. Achso, ja, muss ich auch nochmal zeigen. Ihr habt einmal einen regulären Rucksack und einmal, keine Ahnung, Materialrucksack, nenne ich das ganz gerne. Also ihr habt quasi zwei Fächer, wo ihr Sachen aufbewahren könnt. In den meisten Fällen wird hier, wie ihr seht, Baumaterial reingesetzt. Das könnt ihr aber frei nach Belieben entscheiden, wie ihr wollt. Jetzt habe ich schon wieder meiner vergessen. Das muss ich mir echt angewöhnen, weil es ist ärgerlich, irgendwo dann, keine Ahnung, wie viele Kilometer unter der Erde zu sein, nur um dann zu merken, oh, ich bräuchte ja was Neues, hab meinen ganzen Kram aber weiter oben gelassen. Und wenn man schon diesen Luxus genießt, dass man das Zeug abbauen und wieder mitnehmen kann, warum nicht nutzen? Oh, oh. Auch muss ich mir mal wieder angewöhnen, hier ein bisschen schräg zu bauen. Ah, Kupfer. Nehme ich mit. Das ist schön. Ja, auch wenn das... ja. Auch wenn das Ganze ein bisschen unkoordiniert aussieht, kommen wir doch recht gut voran.
einmal eine Fackel. Und eine Kiste. Perfekt. Sogar mit was drin. Rickety Buckler. Schön. Ein Wobbly Wobbler. Netter Name. Können wir aber somit nichts anfangen, weil unser Schwert bessere Werte hat. Dabei werde ich es auch belassen. Das Kupfer nehmen wir noch mit. Das Silber nehmen wir auch mit. Und das Eisen natürlich auch. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es Erze, die ich persönlich nicht einsammle? Nö, eigentlich nicht. Wenn es in der Erde ist und es weicht vom normalen Baumaterial ab, nehme ich es mit. Der sieht ekelhaft aus. Den mag ich nicht. Schon allein aus diesem Grund, weil er sich versteckt. Ja, soviel zum Thema. Ich habe einigermaßen passable Bogenskills. Die habe ich jetzt auch gerade wieder komplett versaut. Also erztechnisch bin ich hier echt gut versorgt, muss ich sagen. Da kann ich mich hier gar nicht beschweren. Stabilere Pickaxe wäre mal toll. Und ein bisschen Licht. Yes, danke. Guckt euch das hier an. Also das ist echt... Ich habe so eine Menge auf einen Fleck nie gehabt irgendwo. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, das ist ganz gut. Na, komm. Und noch mehr. Ist natürlich, es bremst ein bisschen aus, weil ich ja alles einsammeln kann, will, muss. Da ist das natürlich ein bisschen suboptimal, aber... Oh. Mir gehen so allmählich die Fackeln aus. Also fangen wir mal an, uns komplett runterzugraben. Habe ich nicht noch genügend Material für Torches da? Nee, natürlich nicht. Was fehlt mir denn? Woodplanks. Aber ich habe hier noch normale Baumstämme da. Also nutzen wir die mal. Hat nur 7? Ach, keine Kohle dabei, oder wie? Na, aber wie ich hier sehe, habe ich gerade an der richtigen Stelle gebremst, weil da geht es nämlich steil bergab. Wobei steil relativ ist. Ich sehe nichts. Tja. Das war wohl nichts, Kollege. Und ja, das sollte nämlich auch nicht passieren unbedingt. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so finden. Außer... Komme ich hier irgendwo besser durch? Atmen nicht vergessen. Ist auch mal ganz wichtig. Und einmal durchgehackt. Ich sehe noch nichts. Magnesiumfackeln wären natürlich für diesen Fall jetzt echt ideal. Oh, 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 oh. Und da muss ich einmal hin. Da haben wir Kohle. Jedes Mal, wenn ich Kohle sage, bin ich verleitet, irgendeinen bestimmten Song zu trällern. Ich verkneife es mir aber. Ich verkneife es mir wirklich. Ihr könnt euch sicherlich denken, welcher das sein wird. Pickaxe, meine. Ey. So, da haben wir, glaube ich, auch noch ein Stück. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ja, und Wasser, was ich hier eigentlich nicht drin haben wollte. Verdammte Axt. Oh, und Kupfer. Mensch. Was man hier alle so findet. Ja, ich übersehe auch eine ganze Menge, muss ich mir ehrlich eingestehen. So, jetzt tricksen wir mal ein bisschen. Zip. Dirt drüber gezogen. Pickaxe zerschrottet, auch gut. Wow.
so wollte ich dann doch nicht tricksen. Das ist ein bisschen viel. Ach, da habe ich nicht durchgezogen. Verdammte Axt, Moment. Ja, hier ist das kleine Loch. Ah, verdammt. Das hätte jetzt so schön gepasst, aber eine Kiste habe ich hier. Wird mal gegen unser Schwert getauscht. Aber ich muss mir mal eben hier ein Luftloch erarbeiten. So. Auch schon allein aus dem Grund, weil ich etwas sehen möchte. Deswegen kommt hier mal eine Fackel hin. Grabe ich mich da jetzt rüber? Mache ich das? Mache ich das? Ja, ne? Aber da geht es, glaube ich, wieder richtig nach oben. Man muss immer mal gucken. Hin und wieder führen auch nur so kleine Wege nach oben, um dann wieder ganz rapide runterzugehen. Und wir wollen ja runter. Das ist ja unsere Richtung jetzt hier. Aber Erze, die wir mitnehmen. Ganz klar. Wir brauchen... Haben wir schon so viel Dirt gesammelt? Unglaublich. Ich bräuchte ja wieder... What? Habe ich denn überhaupt noch? Ja, da habe ich noch genug. Ich bräuchte echt Kohle. Also ich brauche Kohle. Oder ich muss aufhören, an jeder kleinen Pischelecke da eine Fackel ranzusetzen. Das wird natürlich auch helfen. Ich höre schon die Aufschreie. Goro, du hast eine Taschenlampe. Nutze diese doch bitte. Ja, im Regelfall. Ja. Stimme ich euch zu. Ich mag die Taschenlampe nur. Oh, nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Brrr. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Lafunzel, jetzt aber richtig. Und ab dafür. Bisschen in die Breite gehen. Und noch das bisschen Erz einsammeln, was wir hier finden. Ich habe keine Ahnung, welches das war. Gold! Mensch! Das hat sich sogar gelohnt. Und ein Vieh hier mit drin, was ich vorher nicht gesehen habe, was aber glücklicherweise friedlich ist. Auch wenn ich die eben immer noch abgeschlachtet habe, aber sie sind friedlich. Kommt mir jetzt sehr gelegen. Aus diesem Grund allein mag ich schon die Taschenlampe nicht, weil ich muss sie dann immer wieder weglegen. Ich will da noch nicht so runterspringen, weil mir das nicht tief... Aber Kohle, Kohle! Brauchen wir, will ich haben, jetzt, sofort, auf der Stelle. Auch wenn es nicht viel ist, aber für ein paar Fackeln reicht es dann wieder. Unglaublich, wie wenig Kohle man hier in dieser Tiefe findet. Irgendwie schon merkwürdig. Na, wo war es da? Ja, komm, wir graben uns hier jetzt direkt runter. Ja, da ist schon die nächste wieder hinüber. Unglaublich. Kohle. Na, wirst du wohl. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, was ich hier mache. Das geht zwar schnell, sich einfach so hinstellen und nach unten graben. Kommt ihr aber in eine Höhle, die doch gut und gerne mal ein bisschen tiefer sein kann, dann macht ihr hier den Mega-Absturz. Ich höre Erz. Yes.
Oh man, oh man, oh man. Das mit der Sicht üben wir hier nochmal. So, runter damit. Auf Ex und gut. Komme ich da jetzt hoch? Ich will da hoch. So, hier wieder irgendwelche Kandidaten, die mir auf den Trichter gehen können. Ja, natürlich. Gleich zwei von euch. Wie soll es denn auch anders sein? Ja. Jetzt aber. Dieser nette Ton, der eben aufgetaucht ist, besagt einfach nur, meine Ausdauer ist im Keller. Muss ich mal einen Moment warten, bis das Ganze wieder hergestellt ist und dann kann es weitergehen. Oh, Junge. Ach, nehmen wir mit, komm. Was soll's? So, wir wollen weiter nach unten. Also, es ist ja sinnvoll, auch dahin zu gehen. Wow. Also, wir werden definitiv erstmal keinen Eisenmangel haben. So viel steht fest. Weil hier habe ich echt gut abgesahnt jetzt. Nur in diesen... Was ist denn jetzt? Fast 22 Minuten, die ich hier rumturne. Also da habe ich echt gut jetzt was hier gefunden. Das wird uns für die Zukunft definitiv weiterhelfen. Jetzt auch nicht so überbewerten das Ganze, aber... Hui! Gefällt mir. Aber 22 Minuten ist eigentlich ein gutes Sprichwort. Wir müssen nämlich langsam hier Schluss machen. Dafür suche ich mir jetzt noch eine schöne Stelle aus. Ja. Hier können wir uns erstmal kurzfristig niederlassen. Du gehst aber weg. Ich weiß, du bist friedlich, aber ich bin es gerade nicht. Na komm. Weg, weg, weg. Und damit mir nicht hier irgendjemand den Spaß versaut. So. Kurz einmal gucken. Oh, eine Kiste. Die nehmen wir noch mit. Komm. Die nehmen wir doch wirklich noch mit. Yes. Yes. Cool. Der ist sogar noch kräftiger als die Axt. Also kommt die Axt schon mal weg. Das Schwert kommt weg. Der Wobbly Wobbler kommt weg. Bei dem Schild ist es egal. Die haben beide keine besonderen Fähigkeiten, außer halt irgendeiner. Silly Killstopper. Mir gefällt der Name, deswegen kommt das andere weg. Ja. Eine Fackel hingesetzt. Und... dann werde ich hier die Aufnahme erstmal beenden. Werd in der Anfang der nächsten Folge werden wir noch ein paar Pickaxe machen, die wir brauchen. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, in der nächsten Folge sind wir dann so weit, dass wir unten die Kerne einsammeln können, beziehungsweise ja diese Core Fragments. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich definitiv, wisst ihr ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.